Entschuldigung, haben Sie sich geschnitten? Warten Sie, ich habe was dabei. Ich habe immer was dabei. Dabei habe ich es noch nie gebraucht, also seit ich was dabei habe. Naja, davor eigentlich auch nicht. Vielleicht hatten Sie es ja nur für mich dabei. Darf ich mal sehen? So. Jetzt können Sie sich wieder reinschneiden. Danke, Silke. Woher wissen Sie? Ich arbeite da hinten im Pflegeheim. Ich habe gerade Mittagspause. Und Sie? Wie heißen Sie? Sag's ihm. Den habe ich dir mitgebracht. Der ist mit Voice Control. Zu dem musst du irgendwas sagen. Hör auf oder halt die Klappe und dann geht er auch aus. Na los, sag's ihm. Sprich doch mit ihm. Entschuldige, ich... Das ist das Boot und hier haben wir den Zeugen. Du hast das Boot zuerst entdeckt, stimmt's? Du und dein Vater, ihr wart zum Fischen draußen. Ja. Und dann seid ihr aber umgekehrt und habt das Boot in den Hafen geschleppt. Buxiert. Und da hat sich jemand umgebracht, oder? Herr Borowski? Kommt immer. Bitte nicht so wackeln, wenn's geht. Mir schon ganz anders. Der Junge glaubt, es hätte sich jemand umgebracht. Silke Robert, der 30 Jahre alt, angestellt beim ambulanten Pflegedienst. Gibt es etwas, was darauf hindeutet, was passiert ist? Sie ist rausgefahren, so weit, dass sie nicht mehr zurückschwimmen konnte. Dann hat sie das Ruder festgebunden und das Segel, Jacke aus, Schuhe und... Nehme ich an. Sowas wie ein Abschiedsbrief? Nee, nur das normale Handtaschengerümpel. Schlüsselbund. Der Haustürschlüssel nehme ich an. Dann ein Pflaster, ein Rezept, Verbandzeug, Desinfektionsmittel und ein Autoschlüssel. Der Wagen dazu steht oben auf dem Parkplatz. Tja, wie lange ist ein Boot unterwegs gewesen ohne Führer? Lange, wenn der Wind mitspielt. Tja, das war's. Und die Brille? Hä? Sie trug auf dem Passbild eine Brille. Man springt nicht mit Brille ins Wasser. Ja, wenn man sie nicht mehr braucht. Vielleicht trug sie ja Kontaktlinsen. Es hat doch gestern geregnet, oder? Hä? Der Parkplatz ist nicht asphaltiert. Nee, vielleicht hat sie die erst an Bord angezogen. Und bevor sie ins Wasser springt, zieht sie wieder ihre Gummistiefel an. Ich glaube, ich muss ja langsam raus. Entschuldigung. Moin, ich bin der Hafenmeister hier. Ich wollte nur sagen, dass ich die Frau kenne, der das Boot gehört. Ach ja? Ja, Frau Hoverde, normale Frau, nett, freundlich. Das Boot gehörte allerdings ihrem Vater bis vor etwa 7 Jahren. Ja, und dann? Ja, dann hat er sich umgebracht. Nett, zuverlässig, er zurückgezogen. Wer sagt es? Die Nachbarin. Lebt sie allein? Früher hat ihre Schwester bei ihr gewohnt, jetzt soll sie einen Freund haben, der bei ihr übernachtet ab und zu. Name? Kennt die Nachbarin nicht, hat ihn nie zu Gesicht bekommen, sagt sie. Klaus, bitte, ein Rezept, vielleicht kommen wir damit weiter, ausgestellt. Gestern? Von einem Doktor. Hoffmann.
Hast du mit ihm gesprochen? Sicher habe ich. Wollte nichts sagen. Hatte Schiss, dass seine Patientin ein paar Stunden wieder auftaucht und versehrt und er dann Ärger kriegt. Tja, dann würde ich vorschlagen, du schaust dir erst mal. Gut, Klaus. Bis später. Sind Sie Maxi Rohwedder? Borowski, Kriminalpolizei. Ich kann mit Ihnen kurz reden. Es geht um Ihre Schwester, sie ist verschwunden. Kann ich kurz... Nein! Einen Aufsatz angefangen über die Trauer. Schönes Thema, aber nicht so leicht auf Distanz zu halten. Zurück dann auf die Pelle. Auf die Pelle, danke. Genauer gesagt geht es um die Trauer der heimischen Stechmücken kurz nach der Geschlechtsreife. Geht's den meisten wirklich mies. Und was machen Sie so? Eine Frau putzt penibel das ganze Haus und löscht alle Spuren von dem Mann, den sie liebt. Er soll ab und zu bei ihr übernachtet haben und es gibt nichts von ihm. Keine Kleidung, kein Rasierwasser, keine Zahnbürste, kein Bild. Und dann segelt sie aufs offene Meer hinaus und bringt sich um. Macht das einen Sinn für Sie? Spurlos zu verschwinden, sich einfach auszulöschen. Den Impuls kennen manche, nicht nur Selbstmörder. Hat es etwas mit dem Mann zu tun? Ist sie verlassen worden? Bekam sie ein Kind oder eben nicht? Was? Wie kommen Sie darauf? Ich komme nicht drauf. Ich frage Sie. Eine Frau ist verschwunden. Warum? Ist sie krank? Depressiv? Hat sie hier bei Ihnen etwas erfahren, was sie nicht bewältigt hat? Ich meine, warum Sie fragen, ob sie schwanger war. Entschuldigung, die Frau Kress wäre jetzt soweit. Ist gut. Hören Sie, ich habe Ihnen schon am Telefon gesagt. Sie haben ihr Folinsäure verschrieben.
Folinsäure verschreibt man Schwangeren. Nicht nur Herzinfarkt, Schlaganfall. Folinsäure wird auch in der Krebstherapie. Jetzt hör mir mal zu. Diese Frau ist verschwunden. Ihr ist etwas passiert. Etwas Schreckliches. Vielleicht ist es schon zu spät. Vielleicht können wir ihr noch helfen. Also helfen wir ihr. Warum war Silke Rohwedder gestern hier bei Ihnen in der Praxis? Sie hat verhütet. Deshalb kam sie gar nicht auf die Idee, dass sie schwanger sein könnte. Aber sie war es? Wie hat sie reagiert? Wie hat sie reagiert? Als sie es hörte, war sie entsetzt, hat sie geweint? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube... Ja? Sie hat sich gefreut. Nee, ich hab irgendwie gehört, der spielt nur Gitarre, ja. Keine Ahnung. Ja, frag ihn doch. Wo musst du eigentlich das denn wissen? Weißt du noch. Ist was? Essen ist fertig. Nee, war nur mein Vater. Klaus, du, können wir uns jetzt mal kurz abstimmen? Ich brauche jetzt mal langsam was. Eine Hausnummer, Suizid, oder? Das können wir doch jetzt schon mal rausgeben mit allen Vorbehalten, erste Hinweise etc. Blablabla. Aber Konstanz, die Hausnummer stimmt doch, oder? Das ist scheiße. Ja, sowas ist... Hausnummer, ich meine ja nur... Das klingt so wie schöne Gruß ans Getriebe, Klaus, oder? Hallo, ich brauche jetzt eine Geschichte, zu der wir stehen können, zumindest als erste Version. Sie erfährt, dass sie schwanger ist und bringt sie um. Naja, das muss man halt jetzt noch ein bisschen unterfüttern. Entschuldigung, ja. Arbeiten Sie in Fall Rohwedder? Ja. Ich wollte nur sagen, die Schwester hat gestern eine Prügelei angefangen in der Gaststätte. Also mit der hat man auch schon öfter zu tun. Körperverletzung, Sachbeschädigung, Diebstahl. Maxi Rohwedder, Schwester von Silke Rohwedder, die vermisst wird. Ich konnte folgen, danke, ja. Und wo ist sie jetzt? Im Krankenhaus. Ich dachte, ich melde das mal, weil ich hatte das von der Schwester mitgekriegt. Von der vermissten Schwester. Ja, das ist ja alles hochbrisant. Aber wird es nicht langsam Zeit, dass wir hier mal ein bisschen... Morgen. Morgen. Dass wir hier ein bisschen eine Linie reinbringen. Mord, Selbstmord, Unfall, Entführung. Was wir jetzt brauchen, das ist eine... Hausnummer. Ja, wenn man so will. Ja, warum denn nicht? Können wir Sie sprechen? Nee, ist nicht vernehmungsfähig, sagen die. Nur wir nicht? Das weiß ich nicht. Klaus, ist das akustisch bei dir angekommen? Frau Jung. Frau Jung!
Herr Borowski, Sie versuchen nicht gerade, mich zum Aushorchen einer Verdächtigen zu bewegen, an die Sie selbst nicht herankommen? Alles, worum ich Sie bitte, ist, sprechen Sie mit diesem Mädchen, helfen Sie ihr. Sie hat vermutlich gerade ihre Schwester verloren. Sie hat sich offenbar mit Absicht zusammenschlagen lassen. Warum tut man das, um sich zu bestrafen? Sie hat Verwarnungen, Auflagen, Jugendarrest hinter sich. Weil sie Probleme hat, mit denen sie alleine nicht fertig wird. Gut, gut. Okay. Was machen Sie? Ich fahre zum Bahnhof. Die Mutter. Hast du es ihr gesagt, oder? Ja, du hast es ihr gesagt. Warum haben sie dich nicht einfach totgeschlagen? Hast du gedacht, ich finde dich nicht? Ganz vergessen, bei welchem Verein ich bin, hm? Ich bin immer im Dienst, verstehst du? Wir hatten einen Vertrag, du und ich, oder? Wir hatten einen Vertrag. Nach deinen Regeln. So wie du es wolltest. Na gut. Wir haben jetzt einen neuen Vertrag. Mein Vertrag. Und sollte die Polizei vor meiner Tür stehen, weiß ich, dass du ihn gebrochen hast. Dann warte ich, bis sie wieder weg sind und dann komme ich zu dir. Verstanden? Fick dich. Okay, danke. Frieda Jung. Guten Tag. Ich würde gerne mit Ihnen sprechen. Silke? Sich umgebracht? Blödsinn. Wer das sagt, der kennt sie nicht. Silke ist nicht labil, sie hat überhaupt nicht genug Ego, um labil zu sein. Silke hat sich nie um sich selbst gesorgt, immer nur um andere. Sie war gefestigt, geerdet, mit beiden Beinen auf der Erde. Erst dann. Bitte? Wir haben ein führerloses Segelboot gefunden. In der Handtasche ihrer Tochter, Personalausweis, Führerschein, Hausschlüssel, Autoschlüssel und so weiter. Also was ist passiert, wenn nicht das, wonach es aussieht? Fragen Sie nicht mich, fragen Sie Ihren Freund Kovac. Sandor Kovac, ungarisch oder was das ist. Sie hat mich angerufen und mir gesagt, dass sie schwanger ist. Sie hatte es gerade erfahren. Sie war aufgeregt und ein bisschen verunsichert, aber das ist ja normal. Aber sie hat sich gefreut. Ja, sie hat sich gefreut. Und wollte sie das Kind? Ja. Sie wollte das Kind. Und das wollte sie ihm auch sagen, wenn er kommt. Wenn wer kommt? Ihr Freund. Sie waren verabredet. Um 8. Er wollte zu ihr kommen. Ich weiß das, weil es noch 2 Stunden hin war. Silke konnte es kaum abwarten, so aufgeregt war sie. Trug Silke Kontaktlinsen? Nein. Ich wollte sie immer dazu überreden. Fahren wir jetzt direkt zu Maxi? Ich habe sie nicht mehr gesehen seit. Hat sie was erzählt über mich? Sagen Sie, im Haus Ihrer Tochter, Frau Huber, da hier entlang bitte. War alles sehr sauber, alles blitzblank geputzt. Passt das zu Ihrer Tochter? Was stellen Sie denn für komische Fragen? Ich denke, Sie sind Polizist. Konzentrieren Sie sich lieber auf diesen Kovac. Der ist verrückt. Der Zilke erzählt, er arbeitet für den Geheimdienst. Frau Huber, da hier entlang bitte. Geheimdienst? BND? BND, MAD, was weiß ich, irgendwelches dummes Zeug eben. Der wollte sich nur interessant machen. Mann ohne Vergangenheit in geheimer Mission. Frau Huber, Silke hat ihm das abgenommen.
Und Sie haben ihn mal gesehen, diesen Kovac? Ja, einmal, als ich ein Interview machen wollte, da bin ich zu Silke, ohne mich vorher anzumelden. Als der Kerl mich sah, da ist er sofort abgehauen, ohne Hallo zu sagen oder irgendwas. Ich glaube, am liebsten hätte er sich noch eine Zeitung vors Gesicht gehalten. Und wann ist das gewesen? Genau vor 2 Wochen, als sie mich hier angerufen hat, aus diesem Krankenhaus, weil er sie geschlagen hat, brutal zusammengeschlagen hat. Er hat sie geschlagen? Amüsiert Sie das? Nun, nein, ich... Denken Sie, ich liebe Sie an? Nein, tun Sie es hier, diese Tür. Hier ist es. Soll ich mal mit dir sprechen? Was ist mit der Tochter? Die möchte schlafen. Diese Burg hat dicke Mauern. Ich brauche einfach mehr Informationen. Jetzt ist sie aufgewacht. Das hier ist unser Kovac, so wie ihn die Nachbarin von Silke Robert erinnert. Vielleicht kann Cora Robert auch einen Blick auf ihn werfen. Hey, Moment mal, den kenne ich. Das ist mein Onkel aus Bielefeld. Erstens, es stimmt. Silke Robert wurde vor einem halben Jahr in der Uniklinik behandelt. Prellungen im Gesicht, ein verrenkter Arm, angeblich ein Sturz. Zweitens, ein Sandor Kovac ist hier nicht gemeldet. Drittens, weder BND noch MAD wollen einen Mann namens Sandor Kovac beschäftigen noch beschäftigt haben. Sie würden natürlich zugeben, wenn es anders wäre. Vielleicht nicht. Aber erzählt einer, der in einem Geheimauftrag für den MAD arbeitet, dass er in einem Geheimauftrag für den MAD arbeitet? Was bist du, schwarz oder weiß? Kommt drauf an, wer gewinnt. Viertens. Fingerabdrücke. Es gibt keine, zumindest nicht da, wo wir sie gesucht haben. Alle Klinken im Haus wurden abgewischt, alle Armaturen, Griffe, Türen. Im Boot das gleiche nichts, im Wagen nichts. Lenkrad, Schaltknüppel, Handschuhfach, Türöffner, alles abgewischt. Die Dame. Ja? Weiße Dame steht schwarze Dame. Nee, sie stand hier, so. Von da aus kann sie mich schlagen. So verrückt kann doch die Rowe da gar nicht gewesen sein. Dieser Kovac war's, ich sag's dir, er hat sie umgebracht. Sie sagt ihm, dass sie ein Kind bekommt, er will es nicht, sie streiten sich, er schlägt sie, sie schreit. Er will, dass sie aufhört und bums, plötzlich liegt sie da. Was soll er tun? Er täuscht einen Selbstmord vor und beseitigt alle Spuren, die zu ihm führen. Ich hoffe, du gewinnst. Ja, das hoffe ich auch. Ich hätte auch ein Taxi nehmen können, wirklich. Kein Problem, der Koffer ist ja eh noch hinten drin. Glauben Sie, dass Kovac ihre Tochter geschlagen hat, weil sie etwas über ihn rausbekommen hat? Dass er gelogen hat mit seinen MAD-Geschichten? Ich glaube nicht, dass sie viele Fragen gestellt hat. Wahrscheinlich hat sie gespürt, dass irgendwas mit ihm, also, dass er krank ist. So sieht sie das wohl. Er ist krank und sie kann ihm helfen. Sie kann ihn pflegen, bis er wieder gesund ist. Könnte es sein, dass Maxi mit dem Verschwinden ihrer Schwester etwas zu tun hat? Nein, das kann nicht sein. Warum nicht? Hier rechts. Ey, du Pisser! Wichser, pass doch auf! Entschuldigung. Glauben Sie, dass Silke noch lebt? Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich spüre, dass sie noch lebt. Ich spüre das. Ja, sie lebt. Eine Maxi Mutter spürt das, glaube ich. Sie hat seit ihrem 12. Lebensjahr bei der Schwester gewohnt, seit dem Tod des Vaters. Stimmt das? Ja, Silke war ja schon früh erwachsen und sie hat sich gern um sie gekümmert. Ja, war das Maxis Entschluss? Ja. Zu ihrer Schwester zu ziehen? Ja, das war Maxis Entscheidung. Warum wollen Sie das wissen? Ich versuche, den Hintergrund zu verstehen. Ja, versuchen Sie das. Warum hat sich Ihr Mann umgebracht, Frau Rohwedder? Wegen mir.
Hallo? Jemand da? Hallo? Komm gleich. Ich suche Herrn Kovac. Sandor Kovac, wo finde ich den? Sekunde. Hören Sie, ich habe es ein bisschen eilig. Wenn Sie mir einfach sagen, wo er ist, dann bin ich sofort weg. Wilder Weg 57. Hä? Wilder Weg 57 gegenüber der Sommervilla. Und da finde ich ihn, Sandor Kovac. Dankeschön. Entschuldigung, ich suche Herrn Kovac. Wie heißt er? Sandor Kovac. Geradeaus, zweite links. Danke. Tag. Mein Vater ist irgendwann in der Nacht gestorben. Wann genau, weiß man nicht. Er saß in seinem Wagen, als wäre eingeschlafen, ganz plötzlich. Ein Schlaganfall. Frau Kovac, wir suchen eine Frau. Silke Rohwedder. Ihr Freund heißt oder nennt sich Sandor Kovac, wie Ihr Vater. Sandor Kovac. Jetzt fragen wir uns natürlich, ob es eine Verbindung gibt zwischen diesem Kovac und Ihrem Vater. Der Name ist vielleicht doch zu selten, um an einen Zufall glauben zu können. Die war nicht vielleicht irgendwann hier im Laden und hat Ihnen die gleichen Fragen gestellt wie ich jetzt und Sie haben sie dann zum Friedhof geschickt. Nein. Nach der Beschreibung hat unser Kovac eine große Ähnlichkeit mit Ihrem Vater. Kann es sein, dass Ihr Vater noch... Vielleicht war er es ja. Der die Papiere geklaut hat. Bitte? Die Papiere meines Vaters. Ausweis, Führerschein, Kreditkarten. Das Auto war offen. Jemand muss bemerkt haben, dass mein Vater tot ist, bevor die Polizei da war. Jedenfalls war seine Brieftasche weg mit den ganzen Papieren. Entschuldigung. Nein, schon in Ordnung. Kovac, dieser falsche Kovac muss ja nicht der Dieb gewesen sein. Er kann sich die Papiere ja auch besorgt haben irgendwo. Die Frage ist doch nur, wozu? Wozu hat er sie gebraucht? Naja, vielleicht hat er ja Frau und Kinder zu Hause und hat ja Angst, dass Silke Rohwedder davon erfährt und zu Hause besucht, mit seiner Frau spricht. Da stell dir mal die Katastrophe vor. Er besorgt sich Papiere, um eine Affäre anzufangen? Für was denn? Für eine Verkehrskontrolle? Nee, ach, Verkehrskontrolle. Verkehr. Ja, du meinst. Ist ja lustig. Also, ich gehe jetzt. Er muss die Papiere eingesetzt haben. Aber für was? Beim Mietwagenverleih oder was weiß ich. Irgendwo muss der Name Sandor Kovac aufgetaucht sein in den letzten Monaten. Gute Nacht, Klaus.
Ist das Maxi? Ja. Das ist Silke. Woher haben Sie das? Waren im Haus des Herrn Rowe das gesammelte Werke seit Maxis Geburt. Das sind seine letzten Aufnahmen. Ob er da schon was geahnt hat? Sie hat ihn betrogen. Mit einem Vorgesetzten. Deswegen hat er sich umgebracht. Ich habe schon überlegt, wie ich Ihnen das aus der Nase ziehe. Ich darf es Ihnen sagen, sie hat es erlaubt. Und deshalb wollte Maxi nicht mehr bei der Mutter bleiben. Ob die beiden sich oft gestritten haben, Silke und Maxi? So ein verwildertes Kind, plötzlich aus dem Nest gestoßen. Verwildertes Kind? Wenn dann die ältere Schwester die Mutterrolle übernimmt, dann gibt es Ärger. Es gab Ärger. Aber Sie sagen Ärger und Sie denken Mord. Ich denke, was als Ärger beginnt, das kann als Mord enden. Gute Nacht. Wenn es stimmt, was Cora Rohwetter sagt, dann hat Silke Rohwetter geahnt, dass dieser Kovacs sie anlügt. Warum hat sie nicht versucht, die Wahrheit über ihn herauszufinden oder ihn mit ihrem Verdacht konfrontiert oder ihn einfach rausgeworfen? Liebe. Was ist los? Kann ich nicht einmal ein paar Sekunden ins Bad? Eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde. Da kann man einen Elefanten abduschen. Den ganzen Zoo. Was regst du nicht so auf? Uli hat bei mir gepennt. Uli. Finde ich denn die Frau Gräfe? Die wohnt im ersten Stock rechts. Danke. Bitte. Frau Gräfe? Ja? Borowski, Kriminalpolizei. Ich würde gerne mit Ihnen über eine Bekannte von Ihnen sprechen, Frau Silke Rowe. Da kann ich kurz reinkommen. Nein. Ah, aber Sie sind mit ihr bekannt, mit Frau Silke Rowe? Ja. Näher bekannt? Frau Rohweder hat meinen Mann gepflegt. Und jetzt nicht mehr? Er ist verstorben. Oh, das tut mir... Hören Sie, ich komme mir vor, als würde ich die Bibeln verkaufen. Kann ich nicht kurz reinkommen? Ich habe nur ein paar Fragen, keine Sorge. Oskar, das geht jetzt nicht. Ich habe Besuch. Können Sie nicht später wiederkommen oder morgen? Frau Gräfe, es ist wichtig. Silke Rohweder ist verschwunden. Und Sie sind die Letzte, mit der sie telefoniert hat. Gräfe? Ja? Das macht doch nichts. Kann doch morgen wiederkommen. Oh, geht denn das? Ja, natürlich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oskar. Kam ich zu früh? Darf ich Sie fragen, was Sie von ihr wollten, von Frau Gräfe? Ich wollte Sie überreden, nicht mit Ihnen zu sprechen. Und ja, Sie kamen zu früh. Wollen Sie nicht doch einen Kaffee?
Danke, nein. Ich habe heute Morgen die Liste bekommen mit den Gesprächen, die von Silber Rufe das Anschluss ausgeführt worden sind. Sie hat sie als Letzte angerufen, Frau Greve. Na, ich sollte Maxi sagen, dass sie kommen soll. Die hat ja selbst kein Telefon. Ach, Maxi sollte zu ihrer Schwester kommen? Ja. Warum? Das hat sie nicht gesagt. Nur, dass es dringend ist. Und ist Maxi gegangen? Ja, das denke ich doch. Zuerst hat sie natürlich gefragt, wieso, weshalb, warum. War ihr wohl nicht ganz geheuer, die Sache. Die haben sich ja nicht mehr gesehen, seit Maxi sie geschlagen hat. Und das war nicht nur ein Klaps. Die musste sogar ins Krankenhaus, das arme Ding. So. Fertig. Und was ging es denn da in diesem Streit zwischen den Schwestern? Hatte es mit Silkes Freund zu tun? Naja, war ja sicher nicht recht, der Maxi, dass sich plötzlich nicht mehr alles um sie drehte. Aber verrückt war die schon vorher. Wie Silke das ausgehalten hat. Das ewige Rumziehen, der Ärger mit den Schulen, das Klauen, das Abhauen. Aber Silke hat ja immer wieder aus der Patsche geholfen. Hat sie immer wieder aufgenommen. Die Wohnung hier. Glauben Sie, dass Maxi die selbst bezahlt? Silke zahlt. Und warum? Weil Silke ein Lämmchen ist. Ein Opferlämmchen. Ach, ich habe mir immer gedacht, die bräuchte mal was für sich. Ein Kind. Oder einen Mann. Einen, der total verknallt ist in sie. Mit dem sie ein bisschen Spaß hat. Und tollen Sex. Ist doch wichtig für so ein junges Ding. Sex. Wollen Sie nicht auch welchen? Was? Kaffee. Danke. Ja, und dann hat sie endlich einen gefunden. Und was ist das für ein Kerl? Ein Windhund. Einer, der immer wieder abhaut und wiederkommt, wie es ihm gerade passt. Einer, der nicht Ja sagen kann und nicht Nein sagen kann. Einer, der sie nur ausnutzt, so wie sie von allen anderen auch ausgenutzt wurde. Auch von mir. Haben Sie ihn mal gesehen, diesen Freund? Nein. Aber das bisschen, was sie erzählt hat, das hat mir gereicht. Ich habe immer wieder gedacht, es müsste mal was passieren in ihrem Leben. Sie müsste mal sagen, Schluss jetzt. Jetzt geht es endlich mal nur um mich. Ein Mann oder ein Kind? Ja. Warum haben Sie eigentlich einen Schlüssel? Weil das meine Wohnung ist. Das ganze Haus gehört mir. Aber ich gehe da nicht mit rein. Gut. Sonst rege ich mich nur auf. Ganz schön verprügelt, ha? Steht mir aber ganz gut, finde ich. Wollen Sie abhauen? Was will ich? Nee, das täuscht. Ich halte das für keine gute Idee. Aber das haben Sie ja wohl auch nicht erwartet. Weißt du, was bei euch immer so ein bisschen nervt? Bei uns? Meine Schwester kam auch mal mit so einem Typen an. Mit so halblangen grauen Haaren. Dieses Gesabbel. Dieses... Du glaub mir, ich kenne dich viel besser als du dich selbst. Ehrlich. Können wir doch einfach nur reinhauen, oder? Ich meine, was weißt denn du von mir, ha? Außer, dass ich ein paar blaue Flecken im Gesicht habe. Nicht sehr viel. Nur, dass du deine Schwester sehr gern gehabt hast. Ach ja, schön. Und dass du sie manchmal hättest umbringen können. Gerade weil sie immer so lieb war und vernünftig, alles im Griff hatte, immer funktioniert hat. Und dass du manchmal neidisch auf sie warst. Neidisch? Worauf, ne? Was hatten die gehabt, was ich nicht hatte? Einen Vater und eine Mutter, solange sie sie brauchte. Glaubst du, ich habe meine Schwester umgebracht?
weißt echt nicht viel von mir. Schnauzen Sie mich nicht an. Liebe Frau Jung, Maxi hat vor einem halben Jahr ihre Schwester krankenhausreif geschlagen. Hat sie Ihnen das gesagt? Ja? Und vor zwei Tagen ist sie zu ihr gegangen, weil sie dachte, es ist alles gut, vergeben und vergessen. Und stattdessen sagt ihr Silke, dass sie schwanger ist, dass sie ein Kind erwartet. Ja, was glauben Sie denn, wie Maxi sich da gefühlt hat? Und Sie lassen sie einfach... Eine Fahndung nach der Schwester läuft. Aber die vom Wasserschutz warten auf eine Ansage. Suche nach der Leiche fortsetzen oder nicht? Ist doch alles nur Gequatsche. Was ist Gequatsche? Das wissen wir schon. Wenn Silke Rupert am Morgen an Land geschwemmt wird mit Wasser in den Lungen, dann war es Selbstmord, Schluss aus, Akte zu. Oder sie hat den Selbstmord nur vorgetäuscht mit ihrem Freund zusammen, ist nach Rio ausgewandert, weil er ein Spinner ist oder weil ihn die Polizei sucht oder... Ach, was weiß ich. Oder es war Mord. Hallo, Polizei! Oh. Wow. Oh. Tut mir leid. Sind Sie wahnsinnig? Tut mir leid, ich konnte doch nicht wissen, dass Sie das sind. Ach, eine Ihnen bekannten Polizistin, den hätten Sie zusammengeschlagen, oder was? Mann, oh Mann, oh Mann, was machen Sie eigentlich beruflich? Ein mir nicht bekannter Polizist, der hätte mich auch nicht mit einem Stöckchen in die Rippen gestupst. Warum sind Sie hier? Ich glaube, dass ich Maxi hier finde. Ich wollte mir einfach mal selbst ein Bild machen. Das passt doch alles nicht zusammen. Diese akribische Spurenbeseitigung, dieser aufwendig vorgetäuschte Selbstmord, das passt doch überhaupt nicht zu Maxi. Dafür ist sie viel zu chaotisch und emotional. Wenn Silke Rohwetter hier in ihrem Haus umgebracht worden ist, dann finden wir hier auch ihre Leiche. Ladies first. Männliches Ego zu flicken. Also wenn Sie das wollen, Herr Borowski, dann kann ich Ihnen nur sagen, Sie haben es geschafft, wir können jetzt wieder nach oben gehen. Entweder war es dieses Mädchen oder der Kovacs. Aber das Mädchen ist viel zu wirr im Kopf, um so einen Plan durchzuziehen. Und der falsche Kovacs würde es nicht einmal versuchen. Ja, natürlich. Was denn? Eine tote Frau durch die Gegend zu schleppen, um eine Selbstmord vorzutäuschen. Vor allem, weil er das genauso gut machen kann ohne Leiche. Sehen. Hier fangen wir an.
Wie lange wollen Sie eigentlich noch graben, bevor Sie Ihre Theorie überdenken? Wissen Sie es, die Frau kann überall sein. Verschwenden wir hier nicht unsere Zeit. Kommen Sie. Scheiße, ist das kalt hier. Das wird zu doof, ich hau ab. Du bleibst hier, bis ich das Geld habe. Und wann hast du das Geld? Morgen früh, wenn die Bank aufmacht. Bis dahin willst du mich hier einschweren? Scheiße. Warum 10.000? Warum nicht? Du kannst mir auch mehr geben. Ich habe keine 10.000. Ich will 10. Sonst kriegst du morgen Besuch von den Bullen. Deinen Kollegen. Oder soll ich gleich zu deiner Frau gehen? Was machst du, wenn du das Geld hast? Weiß ich nicht, irgendwo hin. Klingt nach einem richtig guten Plan. Es ist es auch, Klugscheißer. Und wenn sie dich erwischen? Wer denn, die Bullen? Was sollen die schon machen, außer rumnerven? Was sie ihnen von mir erzählen. Weißt du, was ich nicht kapiere? Warum du so ein Schisser bist? Du hättest doch einfach meine Schwester ficken und ihr erzählen können, dass du zu Hause eine Alte hast. Das machen doch alle so. Und wenn schon ein anderer Name und der ganze Scheiß, warum suchst du dir eine in derselben Stadt? Ist doch klar, dass man sich irgendwann über den Weg läuft. Du bist mir über den Weg gelaufen. Du bist ein feiger Schisser. Vielleicht. Wer ist denn das? Meine Tochter. Du hast eine Tochter. Erzähl keinen Scheiß. Wenn sie dich erwischen, wirst du ihnen von mir erzählen. Ja, klar. Nachtschisser. In 2 Minuten können Sie rausfahren. Es tut mir leid, ich hätte Sie da nicht mit. Ehrlich gesagt, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir was finden. Gehofft vielleicht. Naja, was heißt gehofft? Ich muss jetzt los, Carla ist bei mir zu Hause. Und wir haben im Moment nicht den besten Draht. Sie gehören einem nicht mehr. Ja, Sie gehören einem nicht mehr. Bist du allein? Hör mal, du kannst selbstverständlich mal eine Freundin einladen über Nacht. Ich hätte nur ganz gern, dass man fragt. Es ist schließlich... Sonst irgendwann.
Morgen. Habt ihr schon was? Ja. 4 Messerstiche in den Rücken, große Klinge, die rechte Herzklappe wurde getroffen. Der Tod trat innerhalb maximal einer Minute ein. Zeitpunkt des Todes vor 2 oder 3 Tagen nach erster Schätzung. Gewebe und Blut unter den Fingernägeln. Sie hat sich gewehrt. Ist sie schon eindeutig identifiziert? Ihre Mutter ist gerade da. Wer ist bei ihr? Sie wollte alleine rein. Ich glaube, die finden es gemütlich so. Wahrscheinlich haben die dafür eine eigene Abteilung im Möbelhaus, im Keller, nur für Mediziner. Als Silke ihnen am Telefon von ihrer Schwangerschaft erzählte, wie war das? Was hat sie da gesagt? Ein Kind, das ist wie ein Geschenk, hat sie gesagt. Nein, das habe ich gesagt. Silke wollte ihre Schwester davon erzählen. Ihrer kleinen Schwester. Ich war nicht da. Ich war nicht zu Hause. Sie war die ganze Nacht allein mit ihm, verstehen Sie? Als mein Mann sich umgebracht hat, da muss Maxi durch den Schuss wach geworden sein. Als ich nach Hause kam, da saß sie neben ihm auf einem Stuhl. Ich war die ganze Nacht allein mit ihm. Sie war doch erst 12. Also Klaus, du wolltest mich sprechen. Was gibt's? Klaus! 2 Liter. Sie hat fast 2 Liter Blut verloren. Wo ist das? Das kann man nicht einfach mit dem Lappen aufwischen. Also, vielleicht war sie noch am Leben, als sie vorhin nach Hause gekommen ist. Sie hat mit Maxi gestritten. Maxi hat ihr vielleicht auch eine verpasst, egal. Aber nicht mehr. Kein Messer, kein Mord. Jetzt kommt ihr Freund nach Hause und Silke will ihm erzählen, was passiert ist. Aber das kann sie nicht, so nicht. Jetzt fahren die beiden irgendwo hin, verlassen das Haus, gehen spazieren, was weiß ich. Und da erzählt sie ihrem Freund, dass sie schwanger ist. Sie will das Baby, er will es nicht. Die beiden streiten und... Dann ersticht der Silke mit dem Messer, das er zufällig bei sich hat, obwohl er gar nicht wissen konnte, dass er es brauchen würde. Und dann packt er ihre Leiche in eine Plastikplane, die er natürlich auch zufällig mit sich rumträgt, damit man später im Kofferraum keinerlei Spuren findet. Sie untersuchen gerade das Blut und das Gewebe unter den Fingernägeln. Wenn sie es zuordnen können, hat der Staatsanwalt alles, was er braucht. Du willst nicht, dass es das Mädchen war, oder? Die ist tot, oder? Deine Tochter. Komisch. Die sehen immer irgendwie anders aus auf Bildern, findest du nicht? Wenn die nicht ich mehr... Ich gehe jetzt zur Bank.
In einer Stunde bin ich wieder da und dann verschwindest du. Klingt nach einem richtig guten Plan. Tut mir leid, dass ich das kaputt gemacht habe. Das wollte ich nicht. Was denn? Was klotzt denn so? Ich hab doch schon gesagt, dass es mir leid tut. Wann hast du es ihr gesagt? Was gesagt? Wem? Wer sagt denn überhaupt, dass ich es ihr gesagt habe, ha? Huh? Kann doch sein, dass sie es selber rausgefunden hat. Dass du ein feiger Schisser bist und ein Lügner und Betrüger. Kann doch sein, ha? Huh? Blöder Wichser. Sag mal, spinnst du? Hast du sie noch alle? Scheiße, Mann, er spinnt ja. Frau Jung, kann ich Sie mal sprechen? Nein. Wie sicher ist denn dieser genetische Dingsbums? 1,000,000 zu 1. Der Staatsanwalt hat Haftbefehl ausgestellt. Gut, unter den Fingernägeln der Toten waren Gewebereste von Maxi. Was beweist das schon? Dass sie sich gestritten haben, dass... Ach Mist. Haben Sie eine Zigarette? Nein, ich will gar keine. Dieser falsche Korwasch, was ist das für ein Typ? Es gibt keinen Hinweis darauf, dass er die gestohlenen Papiere eingesetzt hat. Warum klaut er sie, wenn er sie nicht benutzt? Vielleicht war das gar kein ausgefeilter Plan, jedenfalls nicht von Anfang an. Vielleicht ist er durch Zufall an die Papiere gekommen und dann hat er sie einfach behalten. Durch Zufall? Weil er geträumt hat. Von einem anderen Leben, von einer zweiten Chance. Vielleicht ist er zu ängstlich oder zu pflichtbewusst oder zu moralisch, um an große Veränderungen innerhalb seiner Geschichte zu glauben. Eine neue Geschichte, ohne die alte kaputt zu schlagen und damit schuldig zu werden. Das wär's. Dafür waren diese Ausweise vielleicht die Eintrittskarte. Das heißt, der Korwatsch traut sich mit diesen Papieren in der Tasche eine Frau anzusprechen, die er sich ohne die Papiere nicht trauen würde anzusprechen? Keine Ahnung. Ja. Haben Sie wirklich keine Zigarette? Nein, ich rauche noch nicht mehr. Das ist gut. Zwei Leben, mühsam voneinander getrennt. Und dann wird die Frau schwanger. Aber was ist dieser Korwatsch für ein Typ? Ist er verheiratet? Was für einen Beruf hat er? Wie kam er an die Papiere, die er nicht einsetzt? Es gibt nicht den geringsten Hinweis. Keine verwertbaren Hinweise. Also ich hätte es selber nicht besser machen können. Tja. Bis später dann. Bis später. Erinnern Sie sich an den toten Uhrmacher in seinem Fahrzeug, Sándor Kovács? Ja. Sie haben damals den Fall aufgenommen. Wir suchen einen Mann, der sich als Sándor Kovács ausgibt. Und da ist es naheliegend, dass er eine Ähnlichkeit mit dem echten Kovacs hat. Vielleicht nur ein Detail, Augen, Nase, Mund, Haare. Vielleicht trägt er den Scheitel rechts oder anders, vielleicht. Seid ihr vollzählig oder fehlt einer? Klaas, er ist mal wieder krankgeschrieben. Herr Möller. Klaas Möller. Entschuldigen Sie, bevor wir über abwesende Kollegen reden, würden Sie uns bitte aufklären, worum es hier geht? Haben Sie ein Foto von ihm da?
Warteaufnahme von einem Kollegen von ihm. Die Tochter ist tot. Ein Autounfall, ungefähr 5 Jahre ist das her. Sie war damals 13. Möller ist am Steuer eingeschlafen. Ihm ist kaum etwas passiert. Das Mädchen lag ein halbes Jahr im Koma und ist dann gestorben. Er ist richtig abgestürzt. Aber vor ein paar Monaten hat er dann doch die Kurve gekriegt. Ja, ich bin's. Und? Was hat sie gesagt? Ziemlich sicher. Was soll das heißen? 80%. 80? Was soll ich damit anfangen? 80 oder 8, dann können wir einpacken. Nein, ich weiß. Ja, ja, schick sie nach Hause. Er hat mich gesehen. Ziemlich sicher. Nein, jetzt ist Schluss. Ich bring ihn ins Präsidium. Für Gäste. Gehst du zum Dienst? Herr Möller? Ein Kollege Sie gewarnt oder warten Sie schon länger auf uns, Herr Möller? Entschuldigung, ist Ihnen Herr Kovac lieber? So haben Sie sich doch genannt, oder? Sandor Kovac. Als Sie den Toten gesehen haben, den echten Kovac, ist Ihnen da die Ähnlichkeit zwischen Ihnen gleich aufgefallen oder erst, als die Kollegen Sie darauf aufmerksam gemacht haben? Als Sie die Papiere des Toten an sich nahmen, hatten Sie da schon gewusst, dass Sie sie behalten werden oder kam Ihnen das alles erst so nach und nach? Hat Sie, Gerowetter, diesen Ausweis jemals zu Gesicht bekommen? Der Name sagt Ihnen doch was, Sie, Gerowetter. Sollte er aber. Schließlich haben Sie ein Verhältnis gehabt mit ihr. Wie war das an dem Abend, als Sie zu ihr kamen, vor 4 Tagen? Dienstschluss war um 7:30, um 8 waren Sie verabredet. Sie sind hingefahren, Sie läuten, möglicherweise hatten Sie sogar einen Schlüssel. Sie geöffnet die Tür und dann?
Haben Sie doch schon geahnt, dass sie schwanger ist? Sie wollten es nicht. Sie wollten es nicht tun. Nein, 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 nein. Kein Mensch kann das wollen. Die Frau töten, die man liebt. Sie wollte sie haben. Sie wollte sie ganz haben. Stimmt's? Okay, 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 Herr Müller, okay. Nochmal von vorn. Noch einmal ganz von vorn. Wann und wo haben Sie Silke Rohwedder kennengelernt? Die Nachbarn haben gesagt, das erste Mal waren Sie so ziemlich genau vor einem Jahr in Ihrem Haus. Ist das korrekt? Warum wollte Schladitz ihn selbst verhören? Roland glaubt, der Müller kuscht vor dem höheren Dienstgrad. Blödsinn. Ihnen würde ich alles sagen. Reden Sie mit ihm. Mann, 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 das war vielleicht eine sprühende Unterhaltung. Die Plaudertasche schafft mich, ehrlich. Mach du mal weiter, Klaus. Ich brauch sie nicht. Wissen Sie, die denken, dass sie feige sind. Zu lügen und zu betrügen, das finden die feige. Viele werden das denken. Ich nicht. Ihr Maß ist voll. Ihr Maß an Schuld. Sie hätten ihre Frau nicht verlassen können. Sie können ihre tote Tochter nicht loslassen. Ich kann mir schwer vorstellen, was Sie durchgemacht haben, aber ich würde gerne mit Ihnen reden. Nicht hier, wo Sie wollen. Wollen Sie? Kann ich jetzt gehen? Ist ein Bulle, er weiß genau, dass er hier nur herauskommt, wenn er die Klappe hält. Kann ich Ihnen helfen? Ich will zu Herrn Borowski. Dieses Gebäude. Lass mich mit dir allein! Licht aus! Was? Licht aus! Warum? Damit du es bis da hinten zur Tür schaffen kannst? Wenn du was von mir hören willst, mach's Licht aus! Was tut das vorhin vor Möllers Haus? Warst du das? Ja. Woher weißt du, wo er wohnt und wer er ist? Ich habe ihn in der Stadt gesehen mit seiner Frau. Wann war das? Wann war das? Vor ein paar Monaten. Du weißt seit einigen Monaten, dass er deine Schwester belogen hat? Aber du hast es ihr bestimmt gleich erzählt, oder?
Nein? Warum nicht? Weil du ihn so gern hattest? Oder warte, lass mich raten. Kein Job, kein Geld. Und auf deine Schwester warst du eh sauer. Also, warum nicht mal austesten, wie viel ihm das wert war, dein Schweigen? War es so? War es so? Ja, du warst Arschloch! Hat sich ja gelohnt zu warten, oder? Der beste Moment, es ihr zu sagen, wird ja erst noch kommen, oder? Vor einigen Tagen, als sie dir sagte, dass sie schwanger ist. Und als sie so stolz war und so glücklich. Hör auf! Die liebe Silke, die alles verzeihende Silke, war einmal in ihrem Leben nicht mehr lieb. Das muss dir doch gefallen haben, oder? Ist sie auf dich losgegangen? Dann hast du das Messer genommen? Nein, ich war's nicht! Die ist ausgeflippt. Die hat mich fast umgefahren. Deswegen dachte ich ja, sie hätte sich umgebracht. Wegen mir. Weil ich ihr gesagt habe, dass ihr Typ eine andere hat. Aber stimmt nicht. Er war's. Weil er Angst hatte, dass sie zu seiner Frau geht. Und dann hat er sie umgebracht. Komm. Komm mit mir und mach deine Aussage. Die werden mir glauben, ja? Die werden mir mehr glauben als den Polizisten. Ich glaub dir. Maxi! Maxi! Nicht zu Möller! Er wartet auf dich! Ist doch klar, dass er was merkt. Er ist einer von uns, er weiß Bescheid. Ich will, dass er nervös wird. Maxi Rohwedder ist unser Köder. Ja. Ich bin gleich da. Schließe, dann kann ich aufrichtig sagen, dass ich immer auf mein Herz gehört habe. Wenn ich sie wieder öffne, stehe ich mitten in einem Scherbenhaufen. Bist du's? Sag doch was. Maxi! Falsch verbunden. Thank you.
Hände hoch. Jetzt müsste aber langsam was passieren, wenn das noch als Reflex durchgehen soll. Ja, ich sollte nicht hier sein. Aber Sie glauben doch auch, dass Max hier ist. Dass sie hier irgendwo auf Müller wartet. Wo ist sein Auto? Sie wird es nochmal versuchen. Und dann könnte ich doch vielleicht. Er ist in beidem Haus. Wo ist sein Auto? Ach, was es ist. Was schreibt er? Er war's. Als er an dem Abend zu Silke kam, war sie völlig außer sich. Sie hat ihn geschlagen, sie wollte ihn anzeigen, sie wollte zu seiner Frau gehen und ihr alles sagen. Es ist einfach alles völlig außer Kontrolle geraten. Er hätte keine Chance gehabt, schreibt er. Keine Chance? Wozu, ihr kein Messer in den Rücken zu haben? Ihr zu sagen, dass er sie liebt. Was noch? Er will sterben. Das hat Maxi gesagt. Wo fahren wir eigentlich hin? Er hat einen wasserdichten Overall im Wagen. Wozu braucht man sowas? Zum Segeln. Das habe ich aus deiner Garage. Hast du sie damit umgebracht? Bisschen warten lassen. Was hast du denn vor? Mit dem Boot raus. Und dann? Nicht mehr wiederkommen. Du willst dich umbringen, ja? Was machst du denn mit dem Kram hier? Lass es sein, Maxi. Es ist vorbei. Stehen bleiben! Der will sich nicht umbringen, der will abhauen! Der hat sich extra eine neue Taucherausrüstung gesagt. Stehen bleiben, verdammt nochmal, hab ich gesagt! Stehen bleiben! Wir haben sein Geständnis. Was hat er gestanden, ha? Was hast du mit ihr gemacht? Ich will's wissen, sag's mir! Er hat gestanden, dass er mit Silke verabredet war, dass er zu ihr gefahren ist nach seinem Dienst, dass sie sich gestritten haben. Es geriet außer Kontrolle und so weiter und so fort. Wie man sich das so ausdenkt. Aber Silke war nicht zu Hause, als sie zu ihr kam. Sie war nicht da, oder Maxi? Ja, die ist weggefahren, gleich als ich weg bin. Die hat mich fast umgefahren. Ich bin auch zur Seite gesprungen. Silke war nicht zu Hause. Deshalb keine Blutspuren in Silkes Haus. Sie hat von Maxi erfahren, wer der Mann in Wirklichkeit ist, den sie liebt. Wer er ist, wo er lebt und mit wem er lebt. Und dann ist sie zu ihm gefahren. Wir werden mit Ihrer Frau reden, Herr Möller. Wir müssen mit dir sprechen. Waffe weg. Herr Möller, Sie wollen Ihrer Frau helfen. Aber so helfen Sie ihr nicht. Na los. Waffe weg! Ich sag's nicht nochmal. Würden Sie vielleicht in Erwägung ziehen, der Bitte nachzukommen? Da rein. Und du steig ein.
Tu's nicht, Maxi. Unterstützung ist unterwegs. Die sollen hier keinen Zirkus machen. Sie auch nicht. Er hat also meine Schwester zu ihrem Haus gefahren und da begraben, ja? Um seine Frau zu schützen. Ich hatte keine Chance, steht in dem Geständnis. Vor ein paar Tagen stand sie hier. Bestimmt hatte sie Schiss. Wart mal kurz. Das ist Ihr Zimmer? Bestimmt war sie gerne hier. Fertig mit der Trauerarbeit? Ja, gestern abgeschickt. Selbst auch nicht mehr traurig?
Der hat dann gesagt, dass ich traurig war. Ich habe nur gesagt, manchmal ist es nicht leicht, sich ein Thema vom Leib zu halten. Das ist alles. Schon ein neues Thema? Ja. Die Liebe. Oh. Schön. Mhm. Okay. Ich glaube, ich gehe mal wieder. Ja. Bis dann. Es war nur ein Witz, Herr Borowski. Nur ein Witz. So nicht. Jetzt fahren die beiden irgendwo hin, verlassen das Haus, gehen spazieren, was weiß ich. Und da erzählt sie ihrem Freund, dass sie schwanger ist. Sie will das Baby, er will es nicht. Die beiden streiten und... Dann ersticht der Silke mit dem Messer, das er zufällig bei sich hat, obwohl er gar nicht wissen konnte, dass er es brauchen würde. Und dann packt er ihre Leiche in eine Plastikplane, die er natürlich auch zufällig mit sich rumträgt, damit man später im Kofferraum keinerlei Spuren findet. Sie untersuchen gerade das Blut und das Gewebe unter den Fingernägeln. Wenn sie es zuordnen können, hat der Staatsanwalt alles, was er braucht. Du willst nicht, dass es das Mädchen war, oder? Die ist tot, oder? Deine Tochter. Komisch. Die sehen immer irgendwie anders aus auf Bildern, findest du nicht? Wenn die nicht ich mehr... Ich gehe jetzt zur Bank. In einer Stunde bin ich wieder da und dann verschwindest du. Klingt nach einem richtig guten Plan. Tut mir leid, dass ich das kaputt gemacht habe. Das wollte ich nicht. Was klotzt denn so? Ich hab doch schon gesagt, dass es mir leid tut. Wann hast du es ihr gesagt? Was gesagt? Wem? Wer sagt denn überhaupt, dass ich es ihr gesagt habe, ha? Huh? Kann doch sein, dass sie es selber rausgefunden hat. Dass du ein feiger Schisser bist und ein Lügner und Betrüger. Kann doch sein, ha? Huh? Blöder Wichser. Sag mal, spinnst du? Hast du sie noch alle? Scheiße, Mann, der spinnt ja. Du hast sie umgebracht. Dabei hat sie dich so lieb gehabt. Sie hat dich geliebt. Frau Jung! Kann ich Sie mal sprechen? Nein. Wie sicher ist denn dieser genetische Dingsbums? 1 Million zu 1. Der Staatsanwalt hat... Es gibt keinen Hinweis darauf, dass er die gestohlenen Papiere eingesetzt hat. Warum klaut er sie, wenn er sie nicht benutzt? Vielleicht war das gar kein ausgefeilter Plan, jedenfalls nicht von Anfang an. Vielleicht ist er durch Zufall an die Papiere gekommen und dann hat er sie einfach behalten. Durch Zufall? Weil er geträumt hat. Von einem anderen Leben, von einer zweiten Chance. Vielleicht ist er zu ängstlich oder zu pflichtbewusst oder zu moralisch, um an große Veränderungen innerhalb seiner Geschichte zu glauben. Eine neue Geschichte, ohne die alte kaputt zu schlagen und damit schuldig zu werden. Das wär's. Dafür waren diese Ausweise vielleicht die Eintrittskarte. Das heißt, der Kovac
traut sich mit diesen Papieren in der Tasche eine Frau anzusprechen, die er sich ohne die Papiere nicht trauen würde anzusprechen? Keine Ahnung. Tja. Haben Sie wirklich keine Zigarette? Nein, ich rauche doch nicht mehr. Das ist gut. Zwei Leben, mühsam voneinander getrennt. Und dann wird die Frau schwanger. Aber was ist dieser Kovac für ein Typ? Ist er verheiratet? Was für einen Beruf hat er? Wie kam er an die Papiere, die er nicht einsetzt? Es gibt nicht den geringsten Hinweis. Keine verwertbaren Hinweise. Also ich hätte es selber nicht besser machen können. Tja, bis später dann. Bis später. Erinnern Sie sich an den toten Uhrmacher in seinem Fahrzeug, Sándor Kovács? Ja. Sie haben damals den Fall aufgenommen. Wir suchen einen Mann, der sich als Sándor Kovács ausgibt. Und da ist es naheliegend, dass er eine Ähnlichkeit mit dem echten Kovács hat. Vielleicht nur ein Detail, Augen, Nase, Mund, Haare. Vielleicht trägt er den Scheitel rechts oder anders, vielleicht. Seid ihr vollzählig oder fehlt einer? Klaas, er ist mal wieder krankgeschrieben. Herr Möller. Klaas Möller? Entschuldigen Sie, bevor wir über abwesende Kollegen reden, würden Sie uns bitte aufklären, worum es hier geht? Haben Sie ein Foto von ihm da? Aufnahme von einem Kollegen von ihm. Die Tochter ist tot. Ein Autounfall, ungefähr 5 Jahre ist das her. Sie war damals 13. Morgen. Habt ihr schon was? Ja. 4 Messerstiche in den Rücken, große Klinge, die rechte Herzklappe wurde getroffen. Der Tod trat innerhalb maximal einer Minute ein. Zeitpunkt des Todes vor 2 oder 3 Tagen nach erster Schätzung. Gewebe und Blut unter den Fingernägeln. Sie hat sich gewehrt. Ist sie schon eindeutig identifiziert? Ihre Mutter ist gerade da. Wer ist bei ihr? Sie wollte alleine rein. Ich glaube, die finden es gemütlich so. Wahrscheinlich haben die dafür eine eigene Abteilung im Möbelhaus, im Keller, nur für Mediziner. Als Silke Ihnen am Telefon von Ihrer Schwangerschaft erzählte, wie war das? Was hat sie da gesagt? Ein Kind, das ist wie ein Geschenk, hat sie gesagt.
Nein, das habe ich gesagt. Silke wollte ihre Schwester davon erzählen. Mhm. Ihrer kleinen Schwester. Ich war nicht da. Ich war nicht zu Hause. Carla! Carla! Ich muss los. Kann ich nicht einmal ein paar Sekunden ins Bad? Eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde. Da kann man einen Elefanten abduschen. Den ganzen Zoo. Es riecht nicht so auf. Uli hat bei mir gepennt. Uli. Finde ich denn die Frau Gräfe? Die wohnt im ersten Stock rechts. Danke. Bitte. Frau Gräfe? Ja? Borowski, Kriminalpolizei. Ich würde gerne mit Ihnen über eine Bekannte von Ihnen sprechen, Frau Silke Ruwer. Da kann ich kurz reinkommen. Nein. Ah, oh. Aber Sie sind mit ihr bekannt, mit Frau Silke Ruwer? Ja. Näher bekannt? Frau Rohweder hat meinen Mann gepflegt. Und jetzt nicht mehr? Er ist verstorben. Oh, das tut mir... Hören Sie, ich komme mir vor, als würde ich die Bibeln verkaufen. Kann ich nicht kurz reinkommen? Ich habe nur ein paar Fragen, keine Sorge. Das, Oskar, das geht jetzt nicht. Ich habe Besuch. Können Sie nicht später wiederkommen oder morgen? Frau Gräfe, es ist wichtig. Silke Rohweder ist verschwunden. Und Sie sind die Letzte, mit der sie telefoniert hat. Gräfe? Ja? Das macht doch nichts. Kann doch morgen wiederkommen. Oh, geht denn das? Ja, natürlich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Alles klar. Kam ich zu früh? Darf ich Sie fragen, was Sie von ihr wollten, von Frau Gräfe? Ich wollte Sie überreden, nicht mit Ihnen zu sprechen. Und ja, Sie kamen zu früh. Wollen Sie nicht doch einen Kaffee? Danke, nein. Ich habe heute Morgen die Liste bekommen mit den Gesprächen, die von Silke Ruwer das Anschluss ausgeführt worden sind. Sie hat sie als Letzte angerufen, Frau Gräfe. Kannst du mir auch mehr geben? Ich habe keine 10.000. Ich will 10. Sonst kriegst du morgen Besuch von den Bullen. Deinen Kollegen. Oder soll ich gleich zu deiner Frau gehen? Was machst du, wenn du das Geld hast? Weiß ich nicht, irgendwo hin. Klingt nach einem richtig guten Plan. Es ist es auch, Klugscheißer. Und wenn sie dich erwischen? Wer denn, die Bullen? Was sollen die schon machen, außer rumnerven? Was sie ihnen von mir erzählen. Weißt du, was ich nicht kapiere? Warum du so ein Schisser bist? Du hättest doch einfach meine Schwester ficken und ihr erzählen können, dass du zu Hause eine Alte hast. Das machen doch alle so. Und wenn schon ein anderer Name und der ganze Scheiß, warum suchst du dir eine in derselben Stadt? Ist doch klar, dass man sich irgendwann über den Weg läuft. Du bist mir über den Weg gelaufen. Und du bist ein feiger Schisser. Vielleicht. Wer ist denn das? Meine Tochter. Du hast eine Tochter? Erzähl keinen Scheiß. Wenn sie dich erwischen, wirst du ihnen von mir erzählen. Ja, klar.
Nacht, Schisser. In 2 Minuten können Sie rausfahren. Es tut mir leid, ich hätte Sie da nicht mit. Ehrlich gesagt, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir was finden. Gehofft vielleicht. Naja, was heißt gehofft? Ich muss jetzt los, Carla ist bei mir zu Hause. Und wir haben im Moment nicht den besten Draht. Sie gehören einem nicht mehr. Ja, Sie gehören einem nicht mehr. Hör mal, du kannst selbstverständlich mal eine Freundin. Ja, ich sollte nicht hier sein. Aber sie glauben doch auch, dass Max hier ist. Dass sie hier irgendwo auf Müller wartet. Wo ist sein Auto? Sie wird es nochmal versuchen. Und dann rede ich doch vielleicht. Es sind beide im Haus. Wo ist sein Auto? Frag nach, was es ist. Was schreibt er? Er war's. Als er an dem Abend zu Silke kam, war sie völlig außer sich. Sie hat ihn geschlagen, sie wollte ihn anzeigen, sie wollte zu seiner Frau gehen und ihr alles sagen. Es ist einfach alles völlig außer Kontrolle geraten. Er hätte keine Chance gehabt, schreibt er. Keine Chance? Wozu, ihr kein Messer in den Rücken zu haben? Ihr zu sagen, dass er sie liebt. Was noch? Er will sterben. Das hat Maxi gesagt. Wo fahren wir eigentlich hin? Er hat einen wasserdichten Overall im Wagen. Wozu braucht man sowas? Zum Segeln. Das habe ich aus deiner Garage. Hast du sie damit umgebracht? Warten lassen. Was hast du denn vor? Mit dem Boot raus. Und dann? Nicht mehr wiederkommen. Du willst dich umbringen, ja? Was machst du denn mit dem Kram hier? Lass es sein, Maxi. Es ist vorbei. Stehen bleiben! Der will sich nicht umbringen, der will abhauen! Der hat sich extra eine neue Taucherausrüstung gesagt. Stehen bleiben! Verdammt nochmal, hab ich gesagt! Stehen bleiben! Aber ich gehe da nicht mit rein. Gut. Sonst rege ich mich nur auf. Ich habe mich ganz schön verprügelt, ha?
Steht mir aber ganz gut, finde ich. Wollen Sie abhauen? Was will ich? Nee, das täuscht. Ich halte das für keine gute Idee. Aber das haben Sie ja wohl auch nicht erwartet. Weißt du, was bei euch immer so ein bisschen nervt? Bei uns? Meine Schwester kam auch mal mit so einem Typen an. Mit so halblangen grauen Haaren. Dieses Gesabbel. Dieses... Du, glaub mir, ich kenne dich viel besser als du dich selbst. Ehrlich. Können wir doch einfach nur reinhauen, oder? Ich meine, was weißt denn du von mir, ha? Außer, dass ich ein paar blaue Flecken im Gesicht habe. Nicht sehr viel. Nur, dass du deine Schwester sehr gern gehabt hast. Ach ja, schön. Und dass du sie manchmal hättest umbringen können. Gerade weil sie immer so lieb war und vernünftig, alles im Griff hatte, immer funktioniert hat. Und dass du manchmal neidisch auf sie warst. Neidisch? Worauf, ne? Was hatten die gehabt, was ich nicht hatte? Einen Vater und eine Mutter, solange sie sie brauchte. Glaubst du, ich habe meine Schwester umgebracht? Weißt echt nicht viel von mir. Schnauzen Sie mich nicht an. Liebe Frau Jung, Maxi hat vor einem halben Jahr ihre Schwester krankenhausreif geschlagen. Hat sie Ihnen das gesagt? Ja? Und vor zwei Tagen ist sie zu ihr gegangen, weil sie dachte, es ist alles gut, vergeben und vergessen. Und stattdessen sagt ihr Silke, dass sie schwanger ist, dass sie ein Kind erwartet. Ja, was glauben Sie denn, wie Maxi sich da gefühlt hat? Und Sie lassen sie einfach... Verlassen das Haus, gehen spazieren, was weiß ich. Und da erzählt sie ihrem Freund, dass sie schwanger ist. Sie will das Baby, er will es nicht, die beiden streiten und... Dann ersticht der Silke mit dem Messer, das er zufällig bei sich hat, obwohl er gar nicht wissen konnte, dass er es brauchen würde. Und dann packt er ihre Leiche in eine Plastikplane, die er natürlich auch zufällig mit sich rumträgt, damit man später im Kofferraum keinerlei Spuren findet. Sie untersuchen gerade das Blut und das Gewebe unter den Fingernägeln. Wenn Sie es zuordnen können, hat der Staatsanwalt alles, was er braucht. Du willst nicht, dass es das Mädchen war, oder? Die ist tot, oder? Deine Tochter. Komisch. Die sehen immer irgendwie anders aus auf Bildern, findest du nicht? Wenn die nicht mehr... Ich gehe jetzt zur Bank. In einer Stunde bin ich wieder da und dann verschwindest du. Klingt nach einem richtig guten Plan. Tut mir leid, dass ich das kaputt gemacht habe. Das wollte ich nicht. Was klotzt denn so? Ich hab doch schon gesagt, dass es mir leid tut. Wann hast du es ihr gesagt? Was gesagt? Wem? Wer sagt denn überhaupt, dass ich es ihr gesagt habe, ha? Huh? Kann doch sein, dass sie es selber rausgefunden hat. Dass du ein feiger Schisser bist und ein Lügner und Betrüger. Kann doch sein, ha? Huh? Blöder Wichser. Sag mal, spinnst du? Hast du sie noch alle? Scheiße, Mann, der spinnt ja. Du hast sie umgebracht. Dabei hat sie dich so lieb gehabt. Die hat dich geliebt. Frau Jung!
Kann ich Sie mal sprechen? Nein. Wie sicher ist denn dieser genetische Dingsbums? 1 Million zu 1. Der Staatsanwalt hat Haftbefehl ausgestellt. Gut, unter den Fingernägeln der Toten waren Gewebereste von Maxi. Was? Blut verloren. Wo ist das? Das kann man nicht einfach mit dem Lappen aufwischen. Also, vielleicht war sie noch am Leben, als sie von nach Hause gekommen ist. Sie hat mit Maxi gestritten. Maxi hat ihr vielleicht auch eine verpasst, egal. Aber nicht mehr. Kein Messer, kein Mord. Jetzt kommt ihr Freund nach Hause und Silke will ihm erzählen, was passiert ist. Aber das kann sie nicht, so nicht. Jetzt fahren die beiden irgendwo hin, verlassen das Haus, gehen spazieren, was weiß ich. Und da erzählt sie ihrem Freund, dass sie schwanger ist. Sie will das Baby, er will es nicht. Die beiden streiten und... Dann ersticht der Silke mit dem Messer, das er zufällig bei sich hat, obwohl er gar nicht wissen konnte, dass er es brauchen würde. Und dann packt er ihre Leiche in eine Plastikplane, die er natürlich auch zufällig mit sich rumträgt, damit man später im Kofferraum keinerlei Spuren findet. Sie untersuchen gerade das Blut und das Gewebe unter den Fingernägeln. Wenn sie es zuordnen können, hat der Staatsanwalt alles, was er braucht. Du willst nicht, dass es das Mädchen war, oder? Die ist tot, oder? Deine Tochter. Komisch. Die sehen immer irgendwie anders aus auf Bildern, findest du nicht? Wenn die nicht ich mehr... Ich gehe jetzt zur Bank. In einer Stunde bin ich wieder da und dann verschwindest du. Klingt nach einem richtig guten Plan. Tut mir leid, dass ich das kaputt gemacht habe. Das wollte ich nicht. Was denn? Was klotzt denn so? Ich habe doch schon gesagt, dass es mir leid tut. Wann hast du es ihr gesagt? Was gesagt? Wem? Wer sagt denn überhaupt, dass ich es ihr gesagt habe, ha? Huh? Kann doch sein, dass sie es selber rausgefunden hat. Dass du ein feiger Schisser bist und ein Lügner und Betrüger. Kann doch sein, ha? Huh? Blöder Wichser. Sag mal, spinnst du? Hast du sie noch alle? Scheiße, Mann, der spinnt ja. Frau Jung, kann ich Sie mal sprechen? Nein. Wie sicher ist denn dieser genetische Dingsbums? 1 Million zu 1. Der Staatsanwalt hat Haftbefehl ausgestellt. Gut, unter den Fingernägeln der Toten waren Gewebereste von Maxi. Was beweist das schon? Dass sie sich gestritten haben, dass... Ach Mist. Haben Sie eine Zigarette? Nein, ich will gar keine. Dieser falsche Korwasch, was ist das für ein Typ? Es gibt keinen Hinweis darauf, dass er die gestohlenen Papiere eingesetzt hat. Warum klaut er sie, wenn er sie nicht benutzt? Vielleicht war das gar kein ausgefeilter Plan, jedenfalls nicht von Anfang an. Vielleicht ist er durch Zufall an die Papiere gekommen und dann hat er sie einfach behalten. Durch Zufall? Weil er geträumt hat. Von einem anderen Leben, von einer zweiten Chance.
Vielleicht ist er zu ängstlich oder zu pflichtbewusst oder zu moralisch, um an große Veränderungen innerhalb seiner Geschichte zu glauben. Eine neue Geschichte, ohne die alte kaputt zu schlagen und damit schuldig zu werden. Das wär's. Dafür waren diese Ausweise vielleicht die Eintrittskarte. Das heißt, der Kovac traut sich mit diesen Papieren in der Tasche eine Frau anzusprechen, die er sich ohne die Papiere nicht trauen würde anzusprechen? Keine Ahnung. Ja. Haben Sie wirklich keine Zigarette? Nein, ich rauche doch nicht mehr. Das ist gut. Zwei Leben, mühsam voneinander getrennt. Und dann wird die Frau schwanger. Aber was ist dieser Kovac für ein Typ? Ist er verheiratet? Was für einen Beruf hat er? Wie kam er an die Papiere, die er nicht einsetzt? Es gibt nicht den geringsten Hinweis. Keine verwertbaren Hinweise. Also ich hätte es selber nicht besser machen können. Tja, bis später dann. Bis später. Erinnern Sie sich an den toten Uhrmacher in seinem Fahrzeug, Sándor Kovács? Ja. Sie haben damals den Fall aufgenommen. Oder zu pflichtbewusst oder zu moralisch, um an große Veränderungen innerhalb seiner Geschichte zu glauben. Eine neue Geschichte, ohne die alte kaputt zu schlagen und damit schuldig zu werden. Das wär's. Dafür waren diese Ausweise vielleicht die Eintrittskarte. Das heißt, der Kovács traut sich mit diesen Papieren in der Tasche eine Frau anzusprechen, die er sich ohne die Papiere nicht trauen würde anzusprechen? Keine Ahnung. Ja. Haben Sie wirklich keine Zigarette? Nein, ich rauche doch nicht mehr. Das ist gut. Zwei Leben, mühsam voneinander getrennt. Und dann wird die Frau schwanger. Aber was ist dieser Kovac für ein Typ? Ist er verheiratet? Was für einen Beruf hat er? Wie kam er an die Papiere, die er nicht einsetzt? Es gibt nicht den geringsten Hinweis, keine verwertbaren Hinweise. Also ich hätte es selber nicht besser machen können. Tja, bis später dann. Bis später. Erinnern Sie sich an den toten Uhrmacher in seinem Fahrzeug, Sándor Kovács? Ja. Sie haben damals den Fall aufgenommen. Wir suchen einen Mann, der sich als Sándor Kovács ausgibt. Und da ist es naheliegend, dass er eine Ähnlichkeit mit dem echten Kovács hat. Vielleicht nur ein Detail, Augen, Nase, Mund, Haare. Vielleicht trägt er den Scheitel rechts oder anders, vielleicht. Seid ihr vollzählig oder fehlt einer? Klaas, der ist mal wieder krankgeschrieben. Herr Möller. Klaas Möller? Entschuldigen Sie, bevor wir über abwesende Kollegen reden, würden Sie uns bitte aufklären, worum es hier geht? Haben Sie ein Foto von ihm da? Aufnahme von einem Kollegen von ihm. Die Tochter ist tot. Ein Autounfall, ungefähr 5 Jahre ist das her. Sie war damals 13. Möller ist am Steuer eingeschlafen. Ihm ist kaum etwas passiert. Das Mädchen lag ein halbes Jahr im Koma und ist dann gestorben. Er ist richtig abgestürzt. Aber vor ein paar Monaten hat er dann doch die Kurve gekriegt. Gemacht habe. Das wollte ich nicht. Was denn? Was klotzt denn so? Ich habe doch schon gesagt, dass es mir leid tut. Wann hast du es ihr gesagt? Was gesagt? Wem? Wer sagt denn überhaupt, dass ich es ihr gesagt habe, ha? Huh? Kann doch sein, dass sie es selber rausgefunden hat. Dass du ein feiger Schisser bist und ein Lügner und Betrüger. Kann doch sein, ha? Huh? Blöder Wichser. Thank you.
aber spinnst du? Hast du sie noch alle? Scheiße, Mann, der spinnt ja. Frau Jung, kann ich Sie mal sprechen? Nein. Wie sicher ist denn dieser genetische Dingsbums? 1.000.000 zu 1. Der Staatsanwalt hat Haftbefehl ausgestellt. Gut, unter den Fingernägeln der Toten waren Gewebereste von Maxi. Was beweist das schon? Dass sie sich gestritten haben, dass... Ach Mist. Haben Sie eine Zigarette? Nein, ich will gar keine. Dieser falsche Korwasch, was ist das für ein Typ? Es gibt keinen Hinweis darauf, dass er die gestohlenen Papiere eingesetzt hat. Warum klaut er sie, wenn er sie nicht benutzt? Vielleicht war das gar kein ausgefeilter Plan, jedenfalls nicht von Anfang an. Vielleicht ist er durch Zufall an die Papiere gekommen und dann hat er sie einfach behalten. Durch Zufall? Weil er geträumt hat. Von einem anderen Leben, von einer zweiten Chance. Vielleicht ist er zu ängstlich oder zu pflichtbewusst oder zu moralisch, um an große Veränderungen innerhalb seiner Geschichte zu glauben. Eine neue Geschichte, ohne die alte kaputt zu schlagen und damit schuldig zu werden. Das wär's. Dafür waren diese Ausweise vielleicht die Eintrittskarte. Das heißt, der Korwatsch traut sich mit diesen Papieren in der Tasche eine Frau anzusprechen, die er sich ohne die Papiere nicht trauen würde anzusprechen? 10.000. Ich will 10. Sonst kriegst du morgen Besuch von den Bullen. Deinen Kollegen. Oder soll ich gleich zu deiner Frau gehen? Was machst du, wenn du das Geld hast? Weiß ich nicht, irgendwo hin. Klingt nach einem richtig guten Plan. Es ist es auch, Klugscheißer. Und wenn sie dich erwischen? Wer denn, die Bullen? Was sollen die schon machen, außer rumnerven? Was sie ihnen von mir erzählen. Weißt du, was ich nicht kapiere? Warum du so ein Schisser bist? Du hättest doch einfach meine Schwester ficken und ihr erzählen können, dass du zu Hause eine Alte hast. Das machen doch alle so. Und wenn schon ein anderer Name und der ganze Scheiß, warum suchst du dir eine in derselben Stadt? Ist doch klar, dass man sich irgendwann über den Weg läuft. Du bist mir über den Weg gelaufen. Und du bist ein feiger Schisser. Vielleicht. Wer ist denn das? Meine Tochter. Du hast eine Tochter? Erzähl keinen Scheiß. Wenn sie dich erwischen, wirst du ihnen von mir erzählen. Ja, klar. Nachtschisser. In 2 Minuten können Sie rausfahren. Es tut mir leid, ich hätte Sie da nicht mit. Ehrlich gesagt, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir was finden. Gehofft vielleicht. Naja, was heißt gehofft? Ich muss jetzt los, Carla ist bei mir zu Hause. Und wir haben im Moment nicht den besten Draht. Sie gehören einem nicht mehr. Ja, sie gehören einem nicht mehr.
du allein? Hör mal, du kannst selbstverständlich mal eine Freundin einladen über Nacht. Ich hätte nur ganz gerne. Wie hat sie reagiert? Als sie es hörte, war sie entsetzt, hat sie geweint. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube. Ja? Sie hat sich gefreut. Ist was? Essen ist fertig. Nee, war nur mein Vater. Sandor Kovac, ungarisch oder was das ist. Sie hat mich angerufen und mir gesagt, dass sie schwanger ist. Sie hatte es gerade erfahren. Sie war aufgeregt und ein bisschen verunsichert, aber das ist ja normal. Aber sie hat sich gefreut. Ja, sie hat sich gefreut. Und wollte sie das Kind? Ja, sie wollte das Kind. Und das wollte sie ihm auch sagen, wenn er kommt. Wenn wer kommt? Ihr Freund. Sie waren verabredet. Um 8. Er wollte zu ihr kommen. Ich weiß das, weil es noch 2 Stunden hin war. Silke konnte es kaum abwarten, so aufgeregt war sie. Trug Silke Kontaktlinsen? Nein, ich wollte sie immer dazu überreden. Fahren wir jetzt direkt zu Maxi? Ich habe sie nicht mehr gesehen seit. Hat sie was erzählt über mich? Sagen Sie im Haus Ihrer Tochter, Frau Huber, da. Hier entlang bitte. War alles sehr sauber, alles blitzblank geputzt. Passt das zu Ihrer Tochter? Was stellen Sie denn für komische Fragen? Ich denke, Sie sind Polizist. Konzentrieren Sie sich lieber auf diesen Kovac. Der ist verrückt. Der Zilke erzählt, er arbeitet für den Geheimdienst. Frau Hoberder, hier entlang bitte. Geheimdienst? BND? BND, MAD, was weiß ich, irgendwelches dummes Zeug eben. Der wollte sich nur interessant machen. Mann ohne Vergangenheit in geheimer Mission. Frau Hoberder. Zilke hat ihm das abgenommen. Und Sie haben ihn mal gesehen, diesen Kovac? Ja, einmal, als ich ein Interview machen wollte, da bin ich zu Silke, ohne mich vorher anzumelden. Als der Kerl mich sah, da ist er sofort abgehauen, ohne Hallo zu sagen oder irgendwas. Ich glaube, am liebsten hätte er sich noch eine Zeitung fürs Gesicht gehalten. Und wann ist das gewesen? Genau vor 2 Wochen, als sie mich hier angerufen hat, aus diesem Krankenhaus, weil er sie geschlagen hat, brutal zusammengeschlagen hat. Er hat sie geschlagen?
Amüsiert Sie das? Nun, nein. Ich. Denken Sie, kriegen Sie an? Nein, tun Sie es hier, diese Tür. Hier ist es. Soll ich mal mit dir sprechen? Was ist mit der Tochter? Die möchte schlafen. Diese Burg hat dicke Mauern. Ich brauche einfach mehr Informationen. Jetzt ist sie aufgewacht. Das hier ist unser Korwasch, so wie ihn die Nachbarin von Silke Robert erinnert. Vielleicht kann Cora Robert auch einen Blick auf ihn werfen. Hey, Moment mal, den kenne ich. Das ist mein Onkel aus... Hoffe ich auch. Ich hätte auch ein Taxi nehmen können, wirklich. Kein Problem, der Koffer ist ja eh noch hinten drin. Glauben Sie, dass Korwasch ihre Tochter geschlagen hat, weil sie etwas über ihn rausbekommen hat? Dass er gelogen hat mit seinen MRT-Geschichten? Ich glaube nicht, dass sie viele Fragen gestellt hat. Wahrscheinlich hat sie gespürt, dass irgendwas mit ihm, also, dass er krank ist. So sieht sie das wohl. Er ist krank und sie kann ihm helfen. Sie kann ihn pflegen, bis er wieder gesund ist. Könnte es sein, dass Maxi mit dem Verschwinden ihrer Schwester etwas zu tun hat? Nein, nein, das kann nicht sein. Warum nicht? Hier rechts. Ey, du Pisser! Wichser, pass doch auf! Entschuldigung. Glauben Sie, dass Silke noch lebt? Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich spüre, dass sie noch lebt. Ich spüre das. Ja, sie lebt. Eine Maxi Mutter spürt das. Maxi hat seit ihrem 12. Lebensjahr bei der Schwester gewohnt, seit dem Tod des Vaters. Stimmt das? Ja, Silke war ja schon früh erwachsen und sie hat sich gern um sie gekümmert. Ja, war das Maxis Entschluss? Ja. Zu ihrer Schwester zu ziehen? Ja, das war Maxis Entscheidung. Warum wollen Sie das wissen? Ich versuche, den Hintergrund zu verstehen. Ja, versuchen Sie das. Warum hat sich Ihr Mann umgebracht, Frau Rohwedder? Wegen mir. Hallo? Jemand da? Hallo? Komm gleich. Ich suche Herrn Korwatsch. Sandor Korwatsch, wo finde ich den? Wer macht eine Aussage? Die werden mir glauben, ja? Die werden mir mehr glauben als den Polizisten. Ich glaub dir. Maxi! Maxi! Nicht zu Möller! Er wartet auf dich! Thank you.
Ist doch klar, dass er was merkt. Er ist einer von uns, er weiß Bescheid. Ich will, dass er nervös wird. Maxi Rohwedder ist unser Köder. Ja. Ich bin gleich da. Wenn ich die Augen schließe, dann kann ich aufrichtig sagen, dass ich immer auf mein Herz gehört habe. Wenn ich sie wieder öffne, stehe ich mitten in einem Scherbenhaufen. Bist du's? Sag doch was. Maxi! Falsch verbunden. Es geht um ihre Schwester, sie ist verschwunden. Kann ich doch. Nein! Frau Jung. Und? Wie geht's dir? Gut. Milch? Bitte, ja. Ich habe gerade einen Aufsatz angefangen. Über die Trauer. Schönes Thema, aber nicht so leicht auf Distanz zu halten. Zurück dann auf die Pelle. Auf die Pelle? Danke. Genauer gesagt geht es um die Trauer der heimischen Stechmücken kurz nach der Geschlechtsreife. Da geht es den meisten wirklich mies. Und was machen Sie so? Eine Frau putzt penibel das ganze Haus und löscht alle Spuren von dem Mann, den sie liebt. Er soll ab und zu bei ihr übernachtet haben und es gibt nichts von ihm. Keine Kleidung, kein Rasierwasser, keine Zahnbürste, kein Bild. Und dann segelt sie aufs offene Meer hinaus und bringt sich um. Macht das einen Sinn für Sie? Spurlos zu verschwinden, sich einfach auszulöschen, den Impuls kennen manche. Nicht nur Selbstmörder. Hat es etwas mit dem Mann zu tun? Ist sie verlassen worden? Bekam sie ein Kind oder eben nicht? Was? Wie kommen Sie darauf? Ich komme nicht drauf. Ich frage Sie. Eine Frau ist verschwunden. Warum? Ist sie krank? Depressiv? Hat sie hier bei Ihnen etwas erfahren, was sie nicht bewältigt hat? Ich meine, warum Sie fragen, ob sie schwanger war. Entschuldigung, die Frau Kress wäre jetzt soweit. Ist gut. Hören Sie, ich habe Ihnen schon am Telefon gesagt. Sie haben ihr Folinsäure verschrieben. Folinsäure verschreibt man Schwangeren. Nicht nur Herzinfarkt, Schlaganfall. Folinsäure wird auch in der Krebstherapie. Jetzt hören Sie mir mal zu. Diese Frau ist verschwunden. Ihr ist etwas passiert. Etwas Schreckliches. Vielleicht ist es schon zu spät, vielleicht können wir ihr noch helfen. Also helfen wir ihr. Warum war Silke Rohwedder gestern hier bei Ihnen in der Praxis? Sie hat verhütet. Deshalb kam sie gar nicht auf die Idee, dass sie schwanger sein könnte. Aber sie war es? Wie hat sie reagiert?
Wie hat sie reagiert? Als sie es hörte, war sie entsetzt, hat sie geweint. Silke? Sich umgebracht? Blödsinn. Wer das sagt, der kennt sie nicht. Silke ist nicht labil, sie hat überhaupt nicht genug Ego, um labil zu sein. Silke hat sich nie um sich selbst gesorgt, immer nur um andere. Sie war gefestigt, geerdet, mit beiden Beinen auf der Erde. Bis dann. Bitte? Wir haben ein führerloses Segelboot gefunden, mit der Handtasche ihrer Tochter, Personalausweis, Führerschein, Hausschlüssel, Autoschlüssel und so weiter. Also was ist passiert, wenn ich das von nachts aussieht? Fragen Sie nicht mich, fragen Sie Ihren Freund Kovac. Sándor Kovács, ungarisch oder was das ist. Sie hat mich angerufen und mir gesagt, dass sie schwanger ist. Sie hatte es gerade erfahren. Sie war aufgeregt und ein bisschen verunsichert, aber das ist ja normal. Aber sie hat sich gefreut. Ja, sie hat sich gefreut. Und wollte sie das Kind? Ja, sie wollte das Kind. Und das wollte sie ihm auch sagen, wenn er kommt. Wenn wer kommt? Ihr Freund. Sie waren verabredet. Um 8. Er wollte zu ihr kommen. Ich weiß das, weil es noch 2 Stunden hin war. Silke konnte es kaum abwarten, so aufgeregt war sie. Trug Silke Kontaktlinsen? Nein, ich wollte sie immer dazu überreden. Fahren wir jetzt direkt zu Maxi? Ich habe sie nicht mehr gesehen seit. Hat sie was erzählt über mich? Sagen Sie im Haus Ihrer Tochter, Frau Huber, da hier entlang bitte. War alles sehr sauber, alles blitzblank geputzt. Passt das zu Ihrer Tochter? Was stellen Sie denn für komische Fragen? Ich denke, Sie sind Polizist. Konzentrieren Sie sich lieber auf diesen Kovac. Der ist verrückt. Der Zilke erzählt, er arbeitet für den Geheimdienst. Frau Huber, da hier entlang bitte. Geheimdienst? BND? BND, MAD, was weiß ich, irgendwelches dummes Zeug eben. Der wollte sich nur interessant machen. Mann ohne Vergangenheit in geheimer Mission. Silke hat ihm das abgenommen. Und Sie haben ihn mal gesehen, diesen Cover? Ja, einmal, als ich ein Interview machen wollte, da bin ich zu Silke, ohne mich vorher anzumelden. Als der Kerl mich sah, da ist er sofort abgehauen, ohne Hallo zu sagen oder irgendwas. Ich glaube, am liebsten hätte er sich noch eine Zeitung vors Gesicht gehalten. Und wann ist das gewesen? Genau vor 2 Wochen. Als sie mich hier angerufen hat, aus diesem Krankenhaus, weil er sie geschlagen hat, brutal zusammengeschlagen hat. Er hat sie geschlagen? Amüsiert Sie das? Nun, nein, ich... Denken Sie, kriegen Sie an? Nein, tun Sie es hier, diese Tür. Hier ist es. Soll ich mal mit dir sprechen? Was ist mit der Tochter? Die möchte schlafen. Diese Burg hat dicke Mauern. Mein Vater ist irgendwann in der Nacht gestorben. Wann genau, weiß man nicht. Er saß in seinem Wagen, als wäre er eingeschlafen, ganz plötzlich. Ein Schlaganfall. Frau Kovac. Wir suchen eine Frau, Silke Rohwedder. Ihr Freund heißt oder nennt sich Sándor Kovács, wie Ihr Vater. Sándor Kovács. Jetzt fragen wir uns natürlich, ob es eine Verbindung gibt zwischen diesem Kovács und Ihrem Vater. Der Name ist vielleicht doch zu selten, um an einen Zufall glauben zu können. Die war nicht vielleicht irgendwann hier im Laden und hat Ihnen die gleichen Fragen gestellt wie ich jetzt und Sie haben sie dann zum Friedhof geschickt. Nach der Beschreibung hat unser Kovac eine große Ähnlichkeit mit Ihrem Vater. Kann es sein, dass Ihr Vater noch... Vielleicht war er es ja. Hm? Der die Papiere geklaut hat. Bitte? Die Papiere meines Vaters. Ausweis, Führerschein, Kreditkarten. Das Auto war offen. Jemand muss bemerkt haben, dass mein Vater tot ist, bevor die Polizei da war. Jedenfalls war seine Brieftasche weg mit den ganzen Papieren. Entschuldigung. Nein, schon in Ordnung. Kovac, dieser falsche Kovac muss ja nicht der Dieb gewesen sein.
Er kann sich die Papiere ja auch besorgt haben irgendwo. Die Frage ist doch nur, wozu? Wozu hat er sie gebraucht? Ja, vielleicht hat er ja Frau und Kinder zu Hause und hat er Angst, dass sie Giroux wieder davon erfährt und zu Hause besucht, mit seiner Frau spricht. Ja, stell dir mal die Katastrophe vor. Er besorgt sich Papiere, um eine Affäre anzufangen? Für was denn? Für eine Verkehrskontrolle? Nee, ach, Verkehrskontrolle. Verkehr. Was du meinst? Ist ja lustig. Also, ich gehe jetzt. Er muss die Papiere eingesetzt haben. Aber für was? Beim Mietwagenverleih oder was weiß ich. Irgendwo muss der Name Sandor Kovac aufgetaucht sein in den letzten Monaten. Gute Nacht, Klaus. Ist das Maxi? Ja. Das ist Silke. Woher haben Sie das? Waren im Haus des Herrn Ruhwetters gesammelte Werke seit Maxis Geburt.